Auf dem Platz kämpfen sie gemeinsam um 3 Punkte. Bei Wer lügt, gewinnt geht's um die längste Nase Kölns. Die verrückte Spielshow geht in die 5. Runde. Heute mit dabei Christian Clemens und Raphael Schichos. Hallo Raphael Schichos, wie ist es? Bestens. Sag mal, wie oft hast du in deinem Leben schon gelogen? Noch nie. Jetzt wirst du es aber müssen. Mit was putzt man sich die Zähne? Klobürste. Aus was trinkt man seinen Kaffee? Tasse. Oh! Wie heißt die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen? Bremen. In welcher australischen Stadt finden die Australian Open statt? Duisburg. Was heißt Goodbye auf Deutsch? Hallo. Haha, was für ein lustiger Film, der Schuh des... Winnetou. Wer im Team trägt aktuell die Rückennummer 7? Höger. Was war das Wunder von Bern? Skisprung-WM. Warum feiern wir Ostern? Weil dort Alf auf die Erde gekommen ist. Wo lebt der König von Saudi-Arabien? Dubai. Und wo der Prinz von Saudi-Arabien? Ägypten. Wie heißt euer Trainer mit Nachnamen? Ende. Wie heißt das bekannteste Wahrzeichen Kölns? Brandenburger Tor. Wo steht das Weiße Haus? Hamburg. Was ist glitschig und schwimmt im Fluss? Ein Dino. Meldest du dich nächstes Jahr freiwillig fürs Dschungelcamp? Ich habe eine richtige Beantwortung. Bist du behindert? Also richtig falsch, oder was? Nee, richtig, richtig. Krille, auch an dich die Frage. Mit was putzt man seine Zähne? Klobürste. Aus was trinkt man seinen Kaffee? Glas. Wie heißt die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen? Düsseldorf. In welcher australischen Stadt finden die Australian Open statt? London. Was heißt Goodbye auf Deutsch? Hallo. Hahaha, ha, ha, was für ein lustiger Film, der Schuh des... Puh. Wer im Team trägt aktuell die Rückennummer 7? Nochmal. Wer im Team trägt aktuell die Rückennummer 7? Zischos. Was war das Wunder von Bern? Eishockey. Warum feiern wir Ostern? Weil wir es können. Wo lebt der König von Saudi-Arabien? Oder der Heimatstadt, der Heimatland, meine ich. Ja, in Rom. Und wo der Prinz von Saudi-Arabien? In Rom. Wie heißt euer Trainer mit Nachnamen? Schluss. Wie heißt das bekannteste Wahrzeichen von Köln? Raphael Schichos gewinnt! Warum? Na, weil Düsseldorf leider die Hauptstadt von NRW ist. Das ist dumm, Alter. Und Rom hast du zweimal gesagt. Auch das darfst du nicht. Ja, das wusste ich ja nicht. Haben wir aber gesagt. Hat er gesagt. Hast du gesagt? Damit steht fest, Raphael Schichos zieht mit Simon Terodde gleich und teilt sich Platz 2. Und um Krille oben zu sehen, müssen wir halt die Tabelle drehen. Hallo, ich habe einen neuen Job. Ich bin jetzt eine YouTube-Endcard und soll euch sagen, dass die Videos hier rechts sehr, sehr gut sind.